Gut, dann würde ich sagen, tauchen wir mal in die Praxis ein bisschen ein. Was ganz wichtig ist, denke ich mal, sich zu vergegenwärtigen, ist, was sind so die typischen Handlungsfelder. Da gibt es so eine Beobachtung, viele Unternehmen aus der Historie heraus sehen Wissensmanagement als ein Projekt. Es gibt so diese Phrase, Wissensmanagement ist oder wird eingeführt. Und das bedeutet in der Praxis in der Regel, irgendein technologisches System wird eingeführt. Was Sie, ob Sie so Plattformen wie von Microsoft SharePoint kennen oder auch MediaWiki, das Wiki-System, was unterhalb der Wikipedia liegt zum Beispiel. Ja, viele Wissensmanagement-Projekte sehen so aus, dass die in irgendeiner Art und Weise sehr technikgetrieben angesetzt werden, dass sich Leute hinsetzen und sagen, welche Anforderungen haben wir denn an ein System, wo wir unser Wissen dokumentieren? Dann wird das System entweder eingekauft, angepasst, eingeführt und man ist dann der Meinung, sobald dieses System in der Organisation verfügbar ist, funktioniert auf einmal die Wissensdokumentation oder der Wissenstransfer. Und 2, 3 Jahre später, manchmal schon 1 Jahr später, sind die Gesichter dann recht lang, weil der funktioniert überhaupt nicht. Und wenn ich in einer Organisation bin, wo alle Leute 120% Arbeitsauslastung haben, wo ich eigentlich, also durch die Branchen, in denen ich unterwegs bin, kann man das eigentlich durchweg sagen, die Arbeitsbelastung in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, die Anzahl der Mitarbeiter, die die Arbeit erledigen müssen, kontinuierlich nach unten geht oder zumindest konstant bleibt. Da treffe ich auf wenig Begeisterung, wenn ich sage, so jetzt müssen wir uns aber auch nochmal einen Tag die Woche Zeit nehmen, um unser Wissen zu dokumentieren. Ja, kann ich viel Geld in solche Plattformen stecken, das wird nicht funktionieren. Also so aus der Historie heraus, ein klassisches Handlungsfeld oder ein Ansatz ist, man macht so ein Projekt, vorzugsweise mit einem Werkstudent oder einer Masterarbeit oder sowas. Ja, der geht dann ran und googelt irgendwo, findet eine dieser Modelle, das sind mal so die 6 bekanntesten, die Sie ja in der Vorgängervorlesung auch schon hatten, also das Bausteinmodell von Probst oder Heisig, die Wissenstreppe von Nord, das Seki-Modell nach Nunaka und noch ein paar andere, die mir eigentlich alle zu diesem konkreten Praxistransfer, also was muss ich jetzt eigentlich konkret tun, nicht liefern. Ja, und dann hat man in den Unternehmen so Foliensätze, da ist dann irgend so ein Modell aufgemalt und am Ende steht dann so, und jetzt bauen wir die Wissensdatenbank. 2 Jahre später ist man genau im Stand, man hat die Wissensdatenbank gebaut, sie funktioniert nicht. Ja, und da glaube ich, ist ein Punkt ganz wichtig, das ist nämlich ein Modell, was seltener auftaucht, kommt von Hansen et al. Ja, auch die Quelle unten mal, wo man im Prinzip das mal nachlesen kann. Und der sagt, ich muss im Wissensmanagement erstmal eine ganz grundsätzliche Unterscheidung treffen, nämlich geht es mir um Wissenstransfer von Kopf zu Kopf. Das ist, was er die sogenannte Personalisierungsstrategie nennt, die dadurch gekennzeichnet ist, dass ich unmittelbare Interaktion zwischen Menschen fördern muss. Ja, oder, das ist so der zweite Pfad, den er hat, gekennzeichnet durch das Dokument da unten, geht es mir eher um so medienbasierte Interaktion. Das nennt er die Kodifizierungsstrategie. Und man kann relativ klar sagen, in welchen der Fälle ein Unternehmen in die eine oder andere Richtung gehen kann oder sollte. Wenn mein Wissen von der Komplexität nicht allzu hoch ist und über die Zeit auch noch einigermaßen stabil, und ich dieses Wissen sehr oft reproduzieren muss, dann bin ich in diesem Kodifizierungspfad besser aufgehoben. Also nehmen wir mal ein Beispiel. So ein Audi hat jetzt definiert, wie der nächste A6 aussieht. Und es gibt eine Montageanleitung, wie der in der Fertigung zusammenzubauen ist. Das macht natürlich Sinn, das aufzuschreiben, ja, und über alle Werke zu verteilen, die Leute zu trainieren und zu schauen, dass tatsächlich die Bremse beispielsweise in jedes Modell dieses A6 immer gleich eingebaut wird. Ja, Sie alle wollen kein Audi fahren, wo der Monteur sich Montag früh überlegt, Mensch, die können jetzt mal andersrum einbauen. Das will man nicht. Umgekehrt, wenn ich in Kontexten bin, wo Wissen sehr komplex ist, sehr kontextabhängig ist, sich sehr stark ändert, sehr stark von Erfahrungen abhängt, da bin ich eher in diesem Eck Personalisierungsstrategie. Also zum Beispiel nehmen wir mal so ein McKinsey, so eine Unternehmensberatung, die Strategieberatung für einen internationalen Maschinenbaukonzern macht, der jetzt gerade seinen Asienmarkteintritt plant. Da kann es natürlich sein, dass es Parallelen gibt zu einem ähnlichen Projekt, was McKinsey früher auch schon mal gemacht hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der Mitarbeiter von dem Projekt früher einen Leitfaden aufschreiben kann und sagen kann,
Das sind genau die 10 Schritte, wie man vorgehen muss, damit es funktioniert. Die ist relativ klein. Ja, und dann geht es eher darum, sozusagen vielleicht ein bisschen zu kodifizieren und zu sagen, man dokumentiert an irgendeiner Stelle mal, da gab es mal ein Projekt mit einem ähnlichen Maschinenbaukonzern, der auch einen Markteintritt in Asien gemacht hat. Und die 5 Mitarbeiter waren da drinnen in dem Projekt. Ja, und an die 5 Mitarbeiter hänge ich die Telefonnummer, den Skype-Account, die E-Mail-Adresse, wie auch immer. Sodass dann derjenige, der dieses Projekt, das neue Projekt jetzt machen kann, Zugriff auf die Person bekommt. Sich mit der treffen kann, austauschen kann, seine Fragen stellen kann, die Person zu Rate ziehen kann. Und wie immer im Leben ist die Lösung nicht schwarz oder weiß, sondern ist irgendwo im Graubereich. Und das ist auch für eine Organisation ein wichtiger Aspekt, sozusagen für sich selber, für die einzelnen Anwendungsfelder dann in der Organisation, dort die richtige Einstellung zu finden. Und das ist auch nochmal vielleicht wichtig zu betonen, das ist auch nicht, es gibt keinen One-Size-Fits-All-Ansatz für die ganze Organisation. Wenn Sie zum Beispiel einen Wissensmanagement-Ansatz gestalten für das Händlernetz von Audi, also den Biemann hier in Erlangen zum Beispiel, wo ständig Leute aufschlagen und irgendwie Fragen zu neuen Modellen stellen, ist das eine ganz andere Art von Ansatz als der, den Sie machen, wenn Sie es für die Forschung und Entwicklung für Audi machen. Vielleicht ein ganz anderer als der, wenn Sie es für den Finanzbereich machen. Also auch da wieder muss man aufpassen, nicht diese Industrialisierungsdenke. Wir definieren für ein großes Siemens, für alle 400.000 Mitarbeiter, genau wie die mit dem Wissen umgehen müssen, sondern da drinnen habe ich Teilbereiche, wo das im Prinzip komplett anders aussehen kann. So, da springen wir mal drüber. Ich habe jetzt mal nicht viel weiter. Na, um mal so ein bisschen Gespür aus der Praxis zu bekommen, habe ich mal Folgendes gemacht. Ich habe von den 2 großen Konferenzen, der hier in Deutschland, Genotech hier oben, und unten die KM World in den USA, das sind jährliche Konferenzen, die stattfinden, einfach mal die Programme mitgebracht und würde jetzt mal da so ein paar Beispiele draus vorlesen, zu was denn da so vorgetragen wird. Also die Genotech zunächst, ich habe auch bei beiden die URLs drin, also wer will, kann da mal drauf gucken, da werden auch viele Folien davon veröffentlicht, teils auch Videos. Die Keynote wird gehalten von der Continental AG, Harald Schirmer. Lebendiges Wissen, Organisation als lebendiger Organismus. Dann haben wir beispielsweise einen Beitrag zum Wissensarbeitsplatz 2020. Also da geht es darum, wie müssen Arbeitsplätze anders gestaltet werden. Wir haben heute, weiß nicht mal, was am 7. Mal gearbeitet hat, in der Regel halt den Ansatz formale Arbeitsplätze, das heißt, ich habe einen Schreibtisch, ich habe einen Stuhl, Aufteilung in Abteilung, sogenannte territoriale Arbeitsplätze, ne, für immer an den gleichen Arbeitsplatz. Und da sieht man jetzt auch schon zum einen mal den Trend, dass sozusagen mehr auf informelle Plätze Acht gegeben wird. Also das heißt, das, was hier in der Cafeteria passiert, ich treffe mich zufällig, ich spreche zufällig über Themen, das in der Organisation zu institutionalisieren. Ein Unternehmen wie Google sagt, für jeden Quadratmeter formellen Arbeitsplatz halten wir einen Quadratmeter informellen Arbeitsplatz vor, auf dem zufällige Interaktion stattfinden kann. Ja, können Sie mal googeln nach dem nach dem neuen Google Office in London. Ja, der hat zum Beispiel einen Kräutergarten, haben die da drin. Ja, weil die sagen, warum sollen die Leute nicht ihre Besprechungen, ihre Ideen, die sie entwickeln, in dem Kräutergarten dort machen. Ja, die haben sozusagen dieses Non-Territoriale extrem umgesetzt. Die haben das Konzept des Werksgeländes aufgelöst. Also das heißt, dort gibt es nicht mehr den Google Campus, so wie der in Silicon Valley heute auch noch ist, sondern der Google Campus London ist in ein Wohnviertel hineingebaut. Das heißt, dort habe ich 80 Quadratmeter Büro, da sitzen ein paar Leute drin und die gehen raus und daneben ist eine Wohnung, dort wohnt jemand. Und unten im Erdgeschoss ist ein Café. Dort gehen auch ganz normale Leute Kaffee trinken. Weil die Idee von Google ist, dass die Google-Mitarbeiter Produkte bauen für Leute aus dem ganz normalen Leben. Und um zu wissen, was die für Probleme und Bedürfnisse haben, müssen die Google-Mitarbeiter dort sein, wo diese Kunden sind. Und das kriege ich nicht hin, wenn ich ein, sagen wir mal, Extremfall, ein Werksgelände mache mit Zaun außenrum und nur mit Werksausweis da reinkomme. Da tut sich natürlich ein Google leichter als ein Audi zum Beispiel, wo es auch um Geheimnisbewahrung geht. Da kann ich irgendwie auf das Audi-Gelände einfach drauf gehen, weil da sehe ich, wie sieht der A8 in 2017 aus, mache ein Foto, verkauft es an die Automotorsport.
Also das funktioniert nicht eins zu eins, so Google es macht, das auf andere Branchen zu übertragen. Aber das ist im Moment ein wichtiges Handlungsfeld, zu sagen, so wie wir Räume, Arbeitsräume, Büroräume für Industriearbeit gestaltet haben, funktioniert wahrscheinlich für Wissensarbeit nicht mehr optimal und man macht sich da eben Gedanken. Dann ein wichtiges Thema, Leadership in vernetzten Unternehmen ist eines. Ja, das ist ein ganz großes Thema. Wenn ich möchte, dass Leute kreativ sind, wenn ich möchte, dass Leute Freiräume haben, selber Ideen entwickeln, dann kann ich nicht mit einem militärischen Führungsmodell agieren. Oder mit einem Modell, was darauf ausgerichtet ist, dass der Chef immer am besten weiß, was zu tun ist. Und das ist, glaube ich auch, eigentlich der größte Grund, warum viele Unternehmen sich in so IT-orientierte Wissensmanagement-Ansätze flüchten, weil an Führungskultur und Fehlerkultur und Innovationskultur und Lernkultur im Unternehmen zu arbeiten viel, viel schwieriger ist. Ja, das ist ein unheimlich schwieriger Akt. Ein schönes Interview von dem Werksleiter von Toyota, der als Toyota das erste Werk in Tschechien aufgebaut hat, wurde der gefragt von dem Wirtschaftswochen-Redakteur, wie lange er denn glaubt, bis die Mitarbeiter in dem tschechischen Werk von der Kultur und der Art und Weise zu arbeiten so weit sind wie das Werk in Tokio oder nahe Tokio. Da hat er ganz entspannt gesagt, erfahrungsgemäß 12 bis 14 Jahre. Sie heute in einem DAX-Unternehmen sagen, wir beschäftigen uns mit dem Thema Wissensmanagement und in 12 bis 14 Jahren sind wir vielleicht kulturell da, wo wir hinwollen, in der Regel zückt der ihm gegenüber sitzt, den Colt und schießt rückwärts aus der Tür. Ja, weil sie dort eher diese Quartalsdenke haben. Irgendwas muss in 3 Monaten fertig sein. Oder irgendwas ein Jahr dauert, ist schon lang. Das ist alles auf Quick-Wins ausgerichtet. Es muss schnell gehen. Meiner Meinung nach ist das Thema Wissen viel mehr ein kulturelles als ein technisches und Veränderung von Kultur dauert wahnsinnig, wahnsinnig lang. Also das ist ein Thema, dann habe ich mal noch aus der KM World, also amerikanische Konferenz, was mitgebracht, dass man einfach mal sieht, dass sozusagen über den Teich hinweg die Themen eigentlich ganz ähnlich sind. Da gibt es zum Beispiel ein Themenfeld Knowledge Transfer Across Generations. Das ist einfach dieser Aspekt, was wir ja schon mal so Demografiebäume gesehen haben. Man hört öfter mal, unsere Gesellschaft überaltert. Also das heißt, normalerweise ist so ein Demografiebaum so ein Tannenbaum, viele junge, wenig alte. Und je weiterentwickelt eine Gesellschaft ist, desto mehr wächst dieser Tannenbaum nach oben. Das heißt, desto mehr Alte habe ich und desto weniger Junge habe ich relativ. Und das heißt aber auch, dass sozusagen Leute, die Unternehmen verlassen und ich deren Wissen praktisch auf nachwachsende Generationen übertragen muss. Und da ist in vielen Unternehmen noch absolut normal zu sagen, ein Mitarbeiter geht, der gibt seinen Schlüssel ab, der neue kommt, der kriegt den Schlüssel. Aber diese Übergabe im Sinne von Wissensübergabe findet da überhaupt nicht statt. Das ist genau das, was ich Ihnen geschildert habe, was wir damals als Erfahrung hatten im Fraunhofer-Institut. Das Wissen läuft sprichwörtlich aus der Tür hinaus und ist weg. Und steckt halt blöderweise nicht in den Notebooks oder den Unterlagen der Mitarbeiter drin. Großes Thema ist dort ein ganz eigener Track gewickt mit Collaboration und SharePoint. Also sozusagen dieses ganze Thema Dokumentverwaltung, wie gehen wir mit Dokumentation um, wie können wir die wiederfinden, zweiter großer Track zu Suchmaschinen. Also man sieht so von den Gewichtungen, wenn man es mal aufmalen würde, sehr viel Energie wird gesteckt in Dokumentation und Technik und sehr wenig in Kultur und Führung. Das kennzeichnet, glaube ich, die Praxis sehr stark. Ich habe Ihnen jetzt mal einfach zum Nachlesen, da gehe ich jetzt nicht einzeln durch, was wir machen jedes Jahr, ist nicht nur von den beiden Konferenzen, sondern noch von der ganzen Latte weiterer, sozusagen die Vorträge zu screenen und daraus Handlungsfelder abzuleiten. So eine Mindmap reingenommen. Die müssen Sie jetzt da nicht lesen, ich habe sie absichtlich ein bisschen verpixelt, weil da könnten wir jetzt allein noch einen Tag mit verbringen. Aber da kann man im Prinzip sich mal angucken, was sind so die konkreten Dinge, die da in der Praxis gemacht wird. Und ich habe Ihnen jetzt mal bei den Fallbeispielen, die ich mitgebracht habe, 3 Stück rausgesucht, die ich hier mal reinklassifiziert habe. Ich habe Ihnen eines rausgesucht zum Thema Wissensbewahrung bei Fluktuation. Das ist durchaus was, was in der Praxis sehr, sehr verbreitet ist. Ich habe Ihnen mal eines rausgesucht, so aus dem ganzen Kontext, ich nenne es mal moderneres IT-orientiertes Wissensmanagement.
man hört es unter dem Label Enterprise 2.0, soziale Medien in Unternehmen. Also im Wesentlichen das, was sie wahrscheinlich ganz normal hier ohnehin tun, sich in Gruppen über Facebook zusammenschließen, über Videos auf YouTube lernen, sozusagen solche Ansätze zu übertragen ins Unternehmen. Und ein drittes habe ich Ihnen mal mitgebracht von Adidas aus Herzogenaurach, eher so aus dem Kontext Weiterbildung, Personalentwicklung, wo es darum geht, eben solche informellen Lernorte für die Mitarbeiter zu gestalten. Also weg von diesem Territorial, ich bin im Büro und arbeite und zweimal im Jahr bin ich auf einer Schulung und dort lerne ich. Das da oben kann man sich vielleicht vorstellen, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist eine sogenannte Demografieanalyse. Die ist gemacht worden 2004, 2005 und da sind im Personalbereich alle Warnlampen angegangen. Das Diagramm an sich sieht eigentlich relativ unspektakulär aus, aber hier irgendwo die Linie sind 54 Jahre, also Alter der Belegschaft 54 Jahre. Das hier ist die Anzahl der Mitarbeiter. Und was man da zusammengefasst sagen kann, ein Drittel der Leute ist in 10 Jahren weg. Und das heißt, übertragen ein Drittel des Erfahrungswissens oder eigentlich noch mehr, weil natürlich ein Mitarbeiter, der lange dabei ist, sehr viel Erfahrung hat. Also wahrscheinlich kann man sagen, deutlich über 40, vielleicht 50% des Erfahrungswissens geht in Ruhestand. Sonst kann man sagen, ja, 10 Jahre ist lang hin. Aber es kommt natürlich nicht genug nach. Es kommen nicht genug Leute nach. Wir haben verschiedene Berufsklassen, wo der sogenannte Fachkräftemangel schon greift. Also wird so Mechatroniker zu kriegen, IT-Fachleute zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Und da hat man sozusagen ein großes Problem. Was hat Schaeffler gemacht? In der Personalabteilung ist ein sogenannter Wissensbewahrungsprozess, nennt sich Expert Debriefing, definiert worden. Das heißt, man monitort dort 10 Jahre in die Zukunft, welche Mitarbeiter werden das Unternehmen verlassen. Man hat sich eine Systematik überlegt, wie man sogenannte Schlüsselwissensträger identifiziert. Also es ist vielleicht, was weiß ich, jemand, der den Buchkatalog in der Bibliothek verwaltet, ist vielleicht für Schaeffler nicht ganz so kritisch wie jemand, der weiß, wie eine Fertigungsstraße in einem neuen Werk aufzubauen ist. Also dort differenziert man schon nochmal. Und dieser Wissensbewahrungsprozess sieht im Wesentlichen so aus, dass den Führungskräften der Mitarbeiter das Angebot gemacht wird, 1, 2, 3 Jahre, bevor der Mitarbeiter geht, einen Prozess anzustoßen, um den Wissenstransfer auf einen Nachfolger zu begleiten. Da gehört auch dazu, dass auf dieser Expertenebene systematisch nach Nachfolgern gesucht wird. Also das klingt jetzt vielleicht trivial, aber in der Wirtschaft ist es ganz oft so, dass Leute gehen und kein Nachfolger da ist. Was aus Sicht des Wissenstransfers fatal ist. Was aber manchmal ganz banale Gründe hat, nämlich zum Beispiel, dass mit Budget gepokert wird. Ja, wenn ich eine Stelle erst 3 Monate später nachbesetze, spare ich mir ein Viertel eines Jahresgehalts zum Beispiel. Ja, also das sind so ganz banale Dinge, wo man sagt, da spart man sich ein bisschen Geld, aber aus Sicht jetzt des verfügbaren Wissens ist das absolut fatal. Weil wenn ich in dem Transferprozess nicht mehr die Möglichkeit habe, dass Leute sozusagen parallel laufen, so wie sie hier mit Professor und Lehrstuhlmitarbeitern 4 Jahre parallel Wissen transferieren. Oder so wie die ganzen Lehrling-Meister-Szenarien aufgebaut sind, wo Wissen sozialisiert wird durch Interaktion. Ja, da kann ich mir die Finger wund dokumentieren und der arme Mitarbeiter, der da 3 Monate später kommt danach, der ist in einem absoluten Chaos. Ja? Außer wie gesagt, er verwaltet den Bibliothekskatalog, das geht vielleicht ganz leicht. Das ist mal so ein Beispiel, also was die da machen, ist in Form solcher Mindmaps mit den Mitarbeitern Übersichten machen, was sind denn in Bezug auf den einzelnen Job Themenfelder, die erfolgskritisch sind zu wissen. Da geht es um Kunden, wenn ich zum Beispiel im Vertrieb bin. Ne, wer sind die Ansprechpartner bei Kunden? Was ist die Strategie, die ich dort wahrnehme? Mit welchen Wettbewerbern arbeiten die zusammen? Mit welchen Argumentationsketten kann ich das Produkt dem Kunden gegenüber verkaufen? Oder wenn ich in der Entwicklung bin, was sind die Technologien, was sind die Komponenten, was gibt es darüber zu wissen, was sind die Besonderheiten, die vielleicht nicht in den Spezifikationen stehen. Ja, das wird sozusagen mit den Mitarbeitern aufgespannt und es wird dann ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Was muss ich denn alles tun, um dieses Wissen auf einen Nachfolger zu übertragen?
Ja, da geht es um Durchsprache von Dokumenten, da geht es um Besuch von Ansprechpartnern, also so ein soziales Netzwerk zu übertragen, dass sich jemand erarbeitet hat in 10 bis 15 Jahren. Da reicht es ja nicht, wenn ich einfach den Ordner mit Visitenkarten drüber schiebe und dann glaube, dass sozusagen derjenige auch den Zugriff auf dieses Netzwerk hat. Das wäre so, wie wenn Sie irgendwie Ihre Facebook-Kontakte jemand vererben wollen. Das funktioniert einfach nicht, so sind wir Menschen. Na und ich habe Ihnen mal da so zwei Beispiele mitgebracht. Das ist ein Beispiel von jemand, der als sogenannter Key-Accounter aktiv war. Also das ist derjenige bei Schaeffler gewesen, der die Kontakte in die Vorstandsbüros von General Motors, von Ford und so weiter gepflegt hat. Und der zum Beispiel Schränke gehabt hat, hier mit so einem Hängeregister, dort hat er ganz akribisch über die letzten 15 Jahre Wettbewerbsbeobachtung gemacht und hat geguckt, sortiert alphabetisch nach Wettbewerbern, was veröffentlichen die, welche Patente machen die, was stellen die auf Konferenzen vor, wo bauen die neue Werke, wo bauen die Mitarbeiter ab, welche Produkte launchen die neu. Das sind alles Dinge, wenn ich die nicht irgendwie übertrage auf einen Nachfolger, dann landet all das, wenn derjenige kommt, in Kisten, so wie wenn sie umziehen, ja, schöne braune Kisten, die stapeln sich irgendwo. Jemand, der danach folgt, hat natürlich keine Ahnung, was das ist und was er damit machen soll. Und sobald er den Platz braucht, wandert die Kiste in den Müll. Ja. Weil ich kein Zugangswissen dazu habe. Ich weiß nicht, was da drin ist. Ja, das ist so wie mit Softwarecode. Wenn ich einen Softwarecode von jemandem übernehme und habe den nicht selber geschrieben, wenn ich da nicht eine Einführung hineinbekomme und irgendwie mitbekomme, was da wichtig ist und warum bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind, wird dieses Wissen nicht übertragen von A zu B. Ja, und eben genau auf diesen Aspekt, sich nicht nur um Dokumentation zu kümmern. Da war zum Beispiel auch so ein Schrank aus 10 Jahren Versuchen. Was haben die versucht mit Lagern zu machen? Wo sind die gebrochen und aus welchen Gründen? Und warum sind heute bestimmte Legierungen, die sie verwenden, so wie sie sind? Also er kannte die Geschichten dazu. Wo hat es bei einem Kunden mal ein Lager zerrissen beispielsweise und was haben sie gelernt? Die hat er akribisch gesammelt mit einer Dokumentation. Man würde heute sagen, eine Lessons Learned Datenbank vielleicht, aber halt in Papier, richtig handschriftlich. Ja, und das Wichtige war, dass in Veranstaltungsreihen, die da dann durchgeführt worden sind, das hier ist der Experte, um den es da ging, war 32 Jahre im Unternehmen, er die Möglichkeit hatte, diese Geschichten zu erzählen. Ja, weil über Geschichten sehr viel Wissen, insbesondere Erfahrungswissen, transportiert wird. Ja, über sowas wie Wikipedia, über so ein Lexikon oder eine Spezifikation wird kein Erfahrungswissen transportiert, sondern da steht erstmal nur das Ergebnis des Lernwegs drin. Ja, die Bremse im A6 wird so und so eingebaut. Aber die 20 Versuche, die vorher gescheitert sind und die Punkte, auf die ich unbedingt aufpassen muss, damit das Scheitern nicht mehr passiert, die stecken da nicht drin, sondern die stecken in den Geschichten, die die Leute erzählen, die die Erfahrungsreise sozusagen mitgemacht haben. Ja, und das war ein ganz wichtiger Aspekt. Dort sind dann in so einer Staffel von, glaube ich, 5, 6 Veranstaltungsreihen Experten weltweit auch eingeflogen worden, die eben dann an den Geschichten und den Erfahrungen partizipiert haben, wo man dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel diese Wettbewerbsbeobachtungsunterlagen in die Hände von Leuten übergehen, die das auch fortführen. Ja, weil natürlich Wettbewerber habe ich heute immer noch und beobachten muss ich die immer noch. Dann habe ich mal so 3 Beispiele aus diesem sozialen Medienkontext mitgebracht. Dieser Schuh hat ein Problem. Seine Gummisohle ist bequem und günstig, aber sie quietscht. Der Schuhproduzent will, dass sich BASF etwas einfallen lässt. Natürlich hatte die zuständige Abteilung des Chemieriesen auch eine Lösung in der Schublade, aber die war noch nicht perfekt, sagt Ingmar Baus. Also postete er das Schuhproblem auf Connect BASF, das firmeninterne Facebook. BASF-Mitarbeiter können dort chatten, Dokumente teilen, Gruppen bilden, über alle Länder, Abteilungs- und Hierarchiegrenzen hinweg. Dann kam eine Antwort von jemandem, der hat in einem völlig anderen Bereich gearbeitet. Der hat was vorgeschlagen, womit er noch nicht mal mehr in der BASF arbeitet, sondern wofür er sich persönlich interessiert und sagte, Ingmar, das könnte was sein. Es kamen Antworten aus dem Bereich, die sich eigentlich mit Oberflächenbehandlung, Oberflächenstrukturen beschäftigen. Das heißt, die Antworten, die zurückgekommen sind, sind wesentlich breiter gefächert, als wenn ich nur in dem einen Bereich gefragt hätte und die hätten mir dann gesagt, nimm anstatt Material A, Material B.
theoretisch 400.000 Mitarbeiter beantworten. Da steckt ein sehr, sehr großes Potenzial der Wissensvernetzung im Unternehmen drin. Und nur damit Sie ein drittes Beispiel noch haben, habe ich auch den Link unten mit rein bei Continental, Automobilzulieferer mit 170.000 Mitarbeitern. Dort wird mit dem Titel Connext auch so ein soziales Netzwerk eingeführt. Das habe ich mal reingenommen, weil man daran schön sehen kann, wie wichtig es ist, diesen Einführungsprozess von solchen Sachen im Unternehmen gut zu begleiten. Also wenn man so diese typischen IT-Projekte macht, dann ist es oft so, die ganze Energie fließt in die Entwicklung einer Technologie, die gibt es dann, die wird dann betrieben in einem Rechenzentrum, die funktioniert performant und dann glaubt man sozusagen, jetzt fangen die Mitarbeiter an, auch damit zu arbeiten. Und Continental hat gesagt, das wird bei uns nicht funktionieren. Man muss gerade für solche neuen Sachen, gerade bei Mitarbeitern, die gewohnt sind, nur mit E-Mails, nur mit Dateien zu arbeiten, solche sozialen Medien einmal sehr behutsam einführen. Also das ist hier eine Einführungsroadmap, die sich auch über 2 Jahre erstreckt. Das ist das eine. Und das zweite ist, man muss die Leute wirklich an der Hand nehmen und ihnen erklären, was man damit in einem Unternehmen tun kann. Was Continental zum Beispiel gemacht hat, auch das, die 2 Videos finden Sie auf YouTube, die haben sich in Hamburg, den Hamburg Beach Center gemietet, das ist eine Beachvolleyballhalle, haben die komplett ausgeräumt, also es war eine Riesenhalle, einfach nur mit Sand gefüllt. Ja, und haben dort Leute eingeladen, die in ihren Abteilungen, in ihren Standorten weltweit, in ihren Funktionen dieses Thema Lernen, Wissen, Vernetzung vorantreiben wollen. Und haben mit denen 2 Tage am Stück darüber gesprochen, wie das funktionieren kann. Und dort ist das sogenannte Continental Guide Network geworden, also eine Community von mittlerweile 500 Leuten, die an allen Standorten weltweit, in allen Funktionen, allen Hierarchieebenen jetzt eben mithelfen, diese neue Art des vernetzten Arbeitens, des partizipativen Arbeitens in die Praxis zu übersetzen. Also das nochmal hier mit kleinen Ausrufezeichen, wenn man Wissensmanagement-Ansatz gestaltet, nicht nur an Technik und IT und Systeme denken, sondern mindestens genauso viel Ressource in Einführungsbegleitung, kulturellen Wandel stecken. Das ist, woran jetzt in den letzten 2-3 Jahren eigentlich die meisten IT-orientierten Wissensmanagement-Projekte gescheitert sind oder am Scheitern sind. Scheiterrate ungefähr 80%. Also ich bin auch kein Vertreter, der jetzt irgendwie das glorifiziert. Wir stehen mit solchen Themen ganz, ganz am Anfang der Entwicklung des Lernwegs, wie sowas eingeführt wird. Letztes Beispiel, was ich mitgebracht habe, von Adidas hier in Herzogenaurach. Das ist mal was ganz anderes, hat nichts mit IT zu tun. Dort gibt es so ein bisschen diesen, sagen wir mal als Treiber, die Erkenntnis, dass Nike der größte Konkurrent in dem einen oder anderen Feld schneller unterwegs ist. Und die Erkenntnis, dass man, um diesen Wettbewerber zu schlagen, im Sport geht es ja immer sehr stark um, wer ist der Erste, ne, wer steht oben auf der Treppe, dass man da eine neue Art zu arbeiten braucht. Ja, und da ist insbesondere die Offenheit auch wieder ein wichtiger Aspekt, den Adidas erkannt hat, also Offenheit über die Grenze von Abteilungen und Standorten hinweg, Silos aufbrechen und Collaboration, also das Zusammenarbeiten. Non-political, das Nicht-Hierarchische, das Nicht-Bürokratische. Große Organisationen tendieren immer dazu, sehr bürokratisch, sehr starr, sehr strikt, sehr unflexibel zu werden. Ja, und daraus hat Adidas für sich auch den sogenannten New Way of Learning abgeleitet. Und unter dem New Way of Learning verstehen die den Ansatz weg davon zu sagen, Weiterbildung in einem Unternehmen ist gleich Training in einem Klassenzimmer. Ja, und es geht in eine Richtung zu sagen, wir müssen alle Mitarbeiter zu Wissensunternehmern machen, also zu jemandem machen, der für sich selber überlegt, was muss ich denn in dem nächsten Schritt lernen? Welchen Kurs muss ich belegen? Übersetzt jetzt auch in Unisprache. Bei welchem MOOC, Massive Open Online Kurs am MIT mache ich mit im nächsten Jahr? Ja, also die Grundaussage, wenn jeder Mitarbeiter darüber nachdenkt, welches Wissen er braucht, damit Adidas erfolgreich wird, dann ist es gut für die Mitarbeiter, weil sie sich innerhalb des Unternehmens gut entwickeln können. Und dann ist es gut fürs Unternehmen, weil es wächst und dann eben hoffentlich, im Moment zeichnet sich ja ab, bei der Weltmeisterschaft wird Adidas gegen Adidas spielen, also da
gibt es die Gefahr nicht mehr, dass Nike oben steht, aber dass man sozusagen den Hauptwettbewerber da auch schlagen kann. Ja, und was eben gemacht wird, ist Mitarbeitern auf der einen Seite, weiß nicht, wer die Google 20%-Zeit kennt, sagt das jemand was? Also Google gibt seinen Mitarbeitern in der Entwicklung 20% Arbeitszeit zur Verfolgung eigener Projekte. Das heißt, in der Zeit habe ich keinen Projektauftrag vom Unternehmen, sondern ich kann eigene Ideen vorantreiben. Wenn ich die in meiner 20% Zeit nicht selber schaffe, gibt es intern einen Marktplatz, wo ich meine Idee platzieren kann und andere finden kann, die sagen, bei deiner Idee mache ich mit. Und jetzt könnte man irgendwie sagen, das klingt ein bisschen nach Waldorfschule vielleicht. Ja, aber aus dieser 20% Zeit kommen Projekte raus wie Google Mail, wie Google Plus. Und die Leute, die in der 20% Zeit die Sachen entwickelt haben, die sind über die Google Shares alle reiche Leute. Ja, also das heißt, auch da wieder der Ansatz, ich muss Leuten Freiraum geben, um sich zu vernetzen, um kreativ zu sein, um eigene Ideen zu entwickeln im Sinne des Unternehmens. Ja, wo wir jetzt bei Adidas eigentlich mit dieser Idee einer 20% Learning Time gestartet sind und viele Gespräche hatten, wo Leute uns gegenüber saßen und uns für völlig verrückt gehalten haben. Also uns meint Adidas Projektleiter und mich. Wo wir am Ende auch nicht bei 20% Zeit gelandet sind, sondern bei 10% Zeit. Aber es gibt jetzt eine 10% Learning and Sharing Time, die ein Adidas Mitarbeiter in die Weiterentwicklung seines Wissens investieren kann. In die Reflexion. Die Leute, die jetzt vielleicht die Weltmeisterschaft begleitet haben, die können sich 10% ihrer Zeit im nächsten Quartal nehmen, um zu gucken, was müssen wir in Russland in 4 Jahren besser machen. Ja, und wer muss das wissen? Und Zeit ist eigentlich im Unternehmen fast noch die kritischere Ressource als Geld. Also es ist oft leichter, Geld zu bekommen für irgendwas, als Zeit von Leuten zu bekommen. Was auch dazu führt, dass so Ansätze wie so E-Learning oder Lernen am Arbeitsplatz eigentlich überhaupt nicht funktionieren. Weil wenn ich jetzt so eine Abteilung habe und ich sitze an meinem Schreibtisch und lese dort ein Buch oder mache dort einen Kurs, gibt es ganz viele Fälle, da kommt der Abteilungsleiter und sagt, hast du nichts zu arbeiten? Da musst du dich mal mit Aufgaben versorgen. Und das wiederum führt dazu, dass in vielen Fällen einfach dieser Klassenraum, wo jemand mit PowerPoint steht und einen Vortrag hält, der einzige Ort ist im Unternehmen, wo Lernen legitimiert ist. Ja, und um das aufzubrechen, ist jetzt auf dem Gelände bei Adidas ganz speziell ein sogenannter Learning Campus errichtet worden. Das heißt, es ist genauso ein informeller Lernraum, der allen Mitarbeitern offen steht, rund um die Uhr. Und in dem nicht so traditionelle Kurse stattfinden oder Schulungen stattfinden, sondern wo sehr viel Kreativworkshops stattfinden, wo ich mich mit Leuten für Projekttreffen zusammensetzen kann, wo Ideenworkshops stattfinden, wo auch mal eine Schulung stattfindet, die aber immer offen sein muss. Also im Prinzip der Offenheit wird dort gelebt. Ich kann nicht sagen, ich mache die Tür zu und das ist die Schulung für Personaler. Sondern wenn jemand aus dem Finanzbereich sagt, das interessiert mich, oder die Führungskräfteschulung interessiert mich, kann ich mich damit reinsetzen. Und dieser informelle Lernort, den wird es jetzt dann auch an den ganzen anderen Standorten bei Adidas weltweit geben, ist sozusagen eine Manifestation dieser neuen Lernwerte, der eben sichtbar machen soll, in welche Richtung sich das Thema Lernen bei Adidas entwickelt. Das ist auch das letzte Fallbeispiel, was ich jetzt dabei hatte. Noch einen kleinen Veranstaltungstipp. Wir haben morgen ab 12 oder 13 Uhr bei uns einen Lerntag, wo der Wissensmanagement-Verantwortliche von Schaeffler berichten wird über die letzten 5 bis 7 Jahre Wissensmanagement dort. Wer das interessiert, der findet dort ein Anmeldeformular und ihr seid sich eingeladen, morgen Nachmittag nach Nürnberg zu kommen, wenn Zeit ist. Und ansonsten, denke ich, haben wir jetzt eine Viertelstunde noch Zeit, falls Sie noch Fragen oder Gedanken zu den Inhalten haben. Vielen Dank.